Hauskauf ohne Notar, einfach per elektronischer Unterschrift, wilde Auktionen, bei denen Käufer sich um Kopf und Kragen bieten und die Sonnenuntergangsklausel, bei denen man anderen ihr Haus einfach wieder wegnehmen kann, wenn der Kaufvertrag schon unterschrieben ist. Also eine Immobilie in Australien kaufen, das hat einen ganz anderen Vibe als in Deutschland. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Heute geht es um Immobilien und zwar darum, ob man in Australien, wenn man hierher zieht, über einen Hauskauf nachdenken sollte und wie sowas in der Praxis ausschaut. Und mit dabei ist Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. Warum können wir beide was dazu sagen? Naja, wir sind beide Betriebswirte. Maren hat sogar promoviert in dem Fachbereich und beruflich haben wir seit über 10 Jahren mit Immobilien in Australien zu tun. Und deswegen kennen wir viele der Fallstricke und Chancen, wenn man sich hier in Australien eine Wohnung oder ein Haus kauft. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Video nur zu Unterhaltungszwecken dient und natürlich keine weiterführende Recherche oder gar eine Anlageberatung ersetzt. Wer in Australien Immobilien erwerben möchte, der sollte sich über dieses Thema gut informieren. Jeder von uns hätte gerne mehr Geld und damit verbunden auch weniger Sorge und Freiheit. Und wer lange in Australien bleiben möchte, der sollte eine eigene Immobilie auf jeden Fall in seine Vermögensplanung mit einbeziehen. Und das hat was mit der langfristigen Werteentwicklung der australischen Kultur, aber auch dem Mietrecht zu tun. Ja, ganz genau. Also der deutsche Radiosender SBS in Brisbane, der hat im Artikel dazu mal geschrieben, in Australien ein Haus kaufen kostet viel Geld, aber wenn man es erstmal hat, dann bereut es kaum einer. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Maren. Leg los. Naja, zunächst einmal das langfristige Potenzial, dass man halt sich ein Vermögen aufbaut. Und die Wertsteigerung der Häuser in Australien darf man auch nicht unterschätzen. Natürlich weiß niemand, was die Zukunft bringt, aber historisch gesehen waren die Häuser in Australien immer gute Kapitalanlagen, die langfristig brutto auch gut 6% pro Jahr abwerfen. Und zwar über Jahrzehnte. Über Jahrzehnte, genau. Wer in Australien jung ein Haus kauft, der hat beim Erreichen des Rentenalters dann oft eine 6-stellige Summe erreicht. Beziehungsweise damit verdient. Das heißt aber auch, je früher man ein Haus kauft, desto besser ist man langfristig aufgestellt. Solange man sich halt gut informiert und man eine Immobilie kauft, die im Wert steigt. Aber dazu kommen wir später. Generell würde ich sagen, man sollte über einen Hauskauf danach denken, wenn man einen festen Job hat und nicht mehr als ein Drittel für Hypotheken Tilgungsraten ausgeben muss. Das ist so eine gute Richtlinie, um sich nicht zu überschulden und kein zu großes Risiko einzugehen. Ganz genau. Dazu muss ich aber auch anmerken, dass Häuser tatsächlich verhältnismäßig teurer sind als früher in Australien. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Ich möchte den Vergleich zu Deutschland geben. In Deutschland kostet die durchschnittliche Wohnimmobilie 7,8 Jahreseinkommen. In Australien sind es 9,1. Das heißt, obwohl man im Allgemeinen in Australien für den gleichen Job mehr verdient, sind Immobilien hier objektiv teurer als in Deutschland. Aber in Deutschland braucht man ja auch 20-30% Eigenkapital. In Australien bekommt man Kredite auch nur mit 10% Deposit. Deposit ist das Eigenkapital. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass sich prinzipiell mehr Menschen ein Haus leisten können, weil man eben weniger ansparen muss. Die einzige Frage ist dann noch, können Sie das Haus auch abbezahlen? Und die Antwort ist ja. Wir sehen hier keine massenhaften Zwangsversteigerungen. Das ist kein Problem in Australien. Man muss ganz klar sagen, im Allgemeinen kriegen es die Leute irgendwie hin, ihre Hypothek zu tilgen, auch wenn sie mit sehr wenig Eigenkapital gestartet sind. Das bringt mich auch auf eine weitere Funktion einer Immobilie und die zweite Antwort auf die Frage, warum es in Australien kaum jemand bereut, sich ein Haus zu kaufen. Und das liegt daran, Australier sind generell nicht gut im Sparen. Im Allgemeinen wird sich viel gegönnt und es wird eigentlich alles ausgegeben, was auf dem Konto ist. Das Gehalt kriegt man ja jede Woche oder alle 2 Wochen und das wird dann auch gut, schön direkt wieder investiert. So, wenn aber zuerst die monatliche Rate abgeht, dann ist das so eine Art Zwangssparplan, der keine Ausnahmen zulässt. Deswegen, auch wenn man vielleicht mit seinem eigenen Haus im schlechtesten Fall kein großes Geld verdient, dann hilft es einem, langfristig das Vermögen zu schaffen. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Das ist praktisch eine Art Medikament gegen Verschwendungssucht. Ja. Die australische Kultur ist halt einfach super konsumorientiert. Und wenn Leute hier nicht so im Würgegriff von der Hypothek sind, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht sparen im Leben. Aber ich muss in diesem Kontext auch die Kosten ansprechen. Die Zinsen sind hier generell höher als in Deutschland, und zwar auch über Jahrzehnte, eigentlich immer. Zurzeit 2024 zahlt man mindestens 5% für einen Immobilienkredit. In Deutschland sind es ja eher 3% zurzeit. Und so 0,99% Kredite wie vor dem Ukraine-Krieg in der Zeit, die gab es hier nie. Der absolute Wahnsinn ist aber die Tatsache, dass das alles variable Zinsen sind.
Und dass es Interest-Only-Loans gibt, bei denen man für 10 Jahre oder sogar noch länger gar nichts zurückzahlt, sondern nur seine Zinsen zahlen muss. Dadurch kann sich natürlich jeder ein Haus leisten, zumindest in diesen ersten 10 Jahren. Aber Maren, vielleicht erklärst du jetzt mal der Community, warum es eben nicht nur aus finanziellen Gründen Sinn macht, in Australien eine eigene Immobilie zum Wohnen zu kaufen. Klar. Mieten, das macht dir nämlich wenig Spaß. Um ein Haus oder eine Wohnung zu mieten, da muss man sich nämlich bewerben und dafür braucht man Referenzen, die man als Ausländer oft gar nicht hat. Und diese Referenzen, das sind halt oft die Telefonnummern der Vorvermieter. Und der neue Mieter möchte dann halt diese Vorvermieter anrufen und fragen, ja, wie ist es denn so gelaufen? Und wenn man dann endlich ein Objekt gemietet hat, dann bekommt man nur einen Vertrag für eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel üblicherweise ein Jahr. Und nach diesem Jahr kann der Vermieter dann ganz frei entscheiden, nach Lust und Laune, ob er den Vertrag verlängert oder halt eben auch nicht. Der Vermieter kann auch frei, wie er will, die Miete bei jeder Vertragsverlängerung erhöhen. Und wenn dir das nicht gefällt, ja, dann musst du halt ausziehen. Ja. Zahlst du deine Miete nicht, dann fliegst du ziemlich schnell raus. Das ist in Deutschland ja auch ganz, ganz anders. Da kann das ja sich über Ewigkeiten hinstrecken. In Australien, ne, geht das ganz schnell. Ja, also eigentlich, man ist im Verzug und die entsprechenden Property Manager, die Hausverwalter, werden ab dem ersten Tag, wenn du im Verzug bist, Maßnahmen ergreifen, dass du eigentlich innerhalb von wenigen Wochen rausfliegst. Genau. Es gibt auch weitere Nachteile. Wenn du in deiner Wohnung oder in deinem gemieteten Haus irgendetwas verändern möchtest, und selbst wenn es nur ein Nagel in der Wand ist, dann musst du deinen Vermieter fragen. Mit dem du übrigens so gut wie nie persönlich sprichst, weil die meisten Vermieter dafür einen Makler einsetzen, mit dem du dich dann herumschlagen darfst. Also insgesamt muss ich sagen, im Vergleich zu Deutschland haben Mieter sehr viel weniger Rechte hier. Ja, absolut. Und man ist wirklich auch eigentlich dauerhaft in so einer Kurzfristsituation gefangen. Du hast es erwähnt mit den Verträgen, dass man nur für ein Jahr die Wohnung garantiert bekommt, dann wird alles wieder neu verhandelt. Es ist eher so, wie wenn man sich von einem Freund irgendwas leiht, dann muss man es in dem gleichen Zustand wieder zurückgeben, muss es ganz vorsichtig behandeln, es gehört einem halt wirklich nicht. Und so ist es halt auch mit einer Mietwohnung. Ja. Es ist eigentlich jeden Tag eindeutig, wenn du da wohnst, dass sie dir halt nicht gehört, dass du nur der Nutzer bist. Und das erkennt man auch daran, dass zum Beispiel die Wohnungen ja auch viel weiter eingerichtet sind als in Deutschland. Ne? Die ganzen Lampen, Badezimmer, Küche, das ist alles in den Wohnungen drin, das gehört alles dem Vermieter. Und deswegen ist der Ein- und Auszug auch meistens relativ gesehen eine schnelle Sache, auch weil es ja zum Beispiel Einbauschränke gibt und man auch weniger Möbel mitbringt. Genau, Lampen, Gardinen auch. Ne? Ja, also auch wenn man einen sehr eigenen Stil hat, kann man sich als Mieter nicht austoben, weil vieles halt schon in der Wohnung drin ist. Absolut korrekt. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, dass es Sinn macht, in Australien eine Immobilie zu kaufen, aufgrund der Wertentwicklung, aufgrund des Mietrechts und als Gegengift zur Konsumkultur. Lass uns jetzt mal konkret in den Prozess einsteigen, der mit dem Kauf eines Hauses verbunden ist oder einer Wohnung. Aber Häuser sind hier der Löwenanteil des Marktes. Maren, der Immobilienmarkt ist äußerst transparent in Australien. Möchtest du darüber mal was reden? Ja, also diese Transparenz, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Man kann mit ein bisschen Know-how extrem viel Risiko eliminieren, einfach weil man sehr viele Informationen online findet. Man kann online genau einsehen, in welchem Stadtteil sich Häuser für welchen Preis verkaufen, auch wie die Preise in den letzten Jahren dort gestiegen und gefallen sind. Man kann bei den meisten Häusern auch nachschlagen, wann sie genau verkauft worden sind und für wie viel. Ja. Also absolut transparent alles. Ja, wir wissen genau, was die Häuser unserer Nachbarn gekostet haben. Exakt. Und das ist ganz anders als in Deutschland, wo ja der Preis des Nachbarhauses oder des eigenen Hauses ein ganz großes Geheimnis ist, das niemand freiwillig verrät. Und mit diesem Wissen kann man dann auch nachschlagen, in welchen Gegenden Hauspreise besonders gut gestiegen sind und warum. Also die Tools, um eine gute Recherche zu machen, die sind eigentlich verfügbar, man muss sie eben nur nutzen. Man muss natürlich trotzdem gut aufpassen und sich innerhalb eines Stadtteils gut informieren, welche Häuser attraktiver sind als andere. Zum Beispiel ist es tendenziell besser, auf der höher gelegenen Straßenseite zu kaufen, als auf der niedrig gelegenen Straßenseite. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie das Wasser abläuft, mit der Aussicht und so weiter und so fort. Es ist besser, weiter oben am Hügel zu kaufen oder auch mit der Ausrichtung des Hauses in eine bestimmte Himmelsrichtung, je nach Lage. Was nicht ist wie in Europa. Die Südterrasse ist hier nicht unbedingt also ein goldenes Feature, wie es in Deutschland der Fall ist. Genau, da muss man sich einfach sehr gut erkundigen. Ganz wichtig, das sind auch die Einzugsgebiete für die öffentlichen Schulen. Und das kann sich auch innerhalb einer Straße oder eines Straßenzuges schon ändern. Es gibt hier öffentliche Schulen, es gibt Privatschulen. Privatschulen kosten viel Geld, öffentliche Schulen kosten erstmal eigentlich nichts, bis auf Schuluniformen und den ganzen anderen Kram. Und deswegen ziehen viele Familien in diese Einzugsgebiete für die öffentlichen Schulen, um sich die Kosten für die teuren Privatschulen zu sparen. Genau, und zwar in die Einzugsgebiete der besten öffentlichen Schulen. Genau. Weswegen dann die Einzugsgebiete oder die Immobilien in diesen Einzugsgebieten dann auch wieder viel teurer werden, weil halt die Nachfrage einfach so hoch ist. Ne? Wenn man sich über, sagen wir mal, 6 Highschool-Jahre 200.000 Euro Schulgebühren spart, dann gibt man halt gerne vielleicht 200.000 Euro mehr für ein Haus aus.
Und auch das ist ganz transparent, nämlich wie gut eine Schule ist. Das ist alles öffentlich einsehbar. Ja, ich kann genau gucken, diese Schule hat diese Bewertung in den Gebieten, die hat diese extra Angebote. Das ist alles transparent. Man kann als Elternteil wirklich gute, informierte Entscheidungen treffen. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele Familien in diese Einzugsgebiete ziehen. Umziehen ist ja sowieso nicht das große Problem hier, dass man halt wirklich dann den Kindern hinterherzieht quasi. Ja. So, und ich habe ja schon gesagt, man findet online, je nach Gegend, extrem viele Daten frei verfügbar. Es gibt noch weitere wichtige Daten, die verfügbar sind. Zum Beispiel haben wir hier in Brisbane regelmäßig mit Hochwasser zu kämpfen. Und das ist eine ernste Sache. Auch da gibt es öffentliche Karten online. Und da kann man dann ganz einfach nachschlagen. Zum Beispiel gebe ich eine bestimmte Adresse ein. Und dann sehe ich, ob ein gewisses Haus, ein gewisses Grundstück zu bestimmten Zeiten vom Hochwasser betroffen war. Wie groß die Chancen sind, dass es wieder überflutet sein wird. Wie hoch der Wasserpegel war auf diesem Grundstück zu einer bestimmten Zeit. Und ja, da kann ich schon ziemlich gut voraussehen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Viele Australier hält das gar nicht davon ab, ein Haus im überfluteten Gebiet zu kaufen. Ich würde das niemals machen. Hat ja, Wahnsinn, gute, ne? Hat auch gute Gründe, weil ja, wer einmal so eine Überflutung hier oder so ein Hochwasser miterlebt hat, der weiß, wie ernst das ist. Da rate ich Leute immer sehr ernst von ab, das zu machen. Ja, ich finde das faszinierend. Ich denke, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, warum das passiert. Und einmal natürlich Leute, die es einfach nicht wissen, dass das entsprechend ein Flood Property ist, das eben hochwassergefährdet ist. Aber dann gibt es halt die Leute, die kaufen es trotzdem, einfach weil es 30% billiger ist. Das finde ich so richtig, richtig hart. Ja, es ist halt finanziell keine gute Entscheidung. Ja. Ja, einfach, ja, beim Kauf schon, weil es weniger kostet. Beim Kauf schon, ja. Aber das macht man aus persönlichen Gründen, weil man halt sparen möchte. Aber aus einer Anlagesicht ist das jetzt keine gute finanzielle Entscheidung. Ja. Ne, also würde ich keinem empfehlen. Prinzipiell, diese Transparenz, die ich angesprochen habe, die macht einen Hauskauf allerdings zum großen Vergnügen, weil man halt auch als Laie eine Chance hat, so ganz viel Risiko Schritt für Schritt zu eliminieren. Außerdem muss man bedenken, man legt sich generell nicht für den Rest seines Lebens fest. Oh ja. Ich habe ja schon erwähnt, Australier ziehen oft um und das ist dann wirklich auch oft mit einem Hauskauf und einem Hausverkauf verbunden. 2020 haben 40% der Australier angegeben, mindestens einmal in den letzten 5 Jahren umgezogen zu sein. Also das ist schon eine ordentliche Menge. Oder wie die Wissenschaftlerin Dr. Ord Bernard von der University of Queensland festgestellt hat, über 20% der Australier ziehen im Alter von 17 bis 50 Jahren mehr als 8-mal um. Und diese Zahl ist deutlich höher als bei Europäern, die nur auf 9% kommen. Auf jeden Fall. Das kann ich auch so aus dem deutschen und australischen Bekanntenkreis genauso wiedergeben. Das ist einfach eine andere Kultur hier in der Hinsicht. Ja, also ich kenne in Deutschland viele Leute, die wirklich ihr ganzes Leben lang in einem Haus gewohnt haben. Ja. Das gibt es in Australien natürlich auch, aber es ist halt eher schon eine große Ausnahme. Ich kenne einfach sehr, sehr viele Leute, die alle 2-3 Jahre jobbedingt, schulbedingt oder einfach nur so. Gründen, einfach nur so. Ja. Wirklich den Ort wechseln. Ja. Und nicht nur das Haus, sondern auch manchmal ganze Städte oder auch Bundesstaaten. Ja, also Australier haben auch definitiv nicht dieselbe Bindung zu ihrem Haus wie Deutsche und haben eben auch selten ein Problem damit, ihr Haus zu verkaufen, wenn sich irgendwo eine bessere Gelegenheit bietet. Auch der Hauskauf an sich läuft schneller und unkomplizierter ab übrigens. Gute Häuser können sich innerhalb weniger Tage verkaufen und die Käufer entscheiden sich nicht selten, direkt nach oder während der ersten Besichtigung dafür ein Angebot abzugeben. Und deswegen müssen wir jetzt kurz darüber reden, was man eigentlich in Australien kaufen sollte. Frage deswegen an Maren, was für Regeln würdest du denn anwenden, um zu entscheiden, was für ein Wohnobjekt man hier sich zulegen sollte? Also, auf jeden Fall absolut essentiell ist eine möglichst gute Lage. Und eine gute Lage, das bedeutet für mich, je näher man am Stadtkern einer der größeren Städte ist, desto besser. Vielleicht in der Nähe eines Parks oder in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr, sowas in der Art. Dann ein mittelgroßes Haus in einem ziemlich guten Zustand, also jetzt keine totale Schrottbude. Ein Haus, das einfach keinen Ärger macht, keinen größeren Renovierungsbedarf hat, nichts, was zu nah am Wasser gebaut ist, ein Haus, das sich leicht pflegen lässt, nichts Aufwendiges oder zu Kreatives, also so ein Haus, das so einfach richtig den Massengeschmack trifft. Ja, also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Generell so als Strategie rate ich immer zu dem schlechtesten Haus in einer guten Straße. Und damit meine ich keine Schrottimmobilien, sondern Häuser, die im Vergleich zu den Nachbarhäusern halt eher unauffällig wirken, nicht zu groß und möglichst viel Grundstück haben, weil es ist natürlich der Grundstückswert, der steigt, während die Bausubstanz, das Haus an sich, selbst erstmal im Wert fällt. Das stimmt. Wobei ich hier hinzufügen möchte, dass ich keine zu kleinen Häuser kaufen würde. Der Trend geht klar zu größeren Häusern. Also als ich vor vielen Jahren nach Australien kam, da war ein Haus mit 3 Schlafzimmern und einem Bad die Norm. Mittlerweile sind wir bei 4 Schlafzimmern angekommen und auf 2 Bädern. Aber der Trend geht tatsächlich ein bisschen nach oben. Mir ist aufgefallen, dass immer mehr Häuser, also jetzt hier in South East Queensland, auf den Markt kommen, die tatsächlich 5 Schlafzimmer haben und tatsächlich auch 3 bis 4 Bäder. Absolut. Ich habe sogar öfters jetzt schon 5 Fünfer gesehen, also 5 Schlafzimmer, 5 Bäder. Mhm. Das ist natürlich ein ganz gehobenes Segment, aber der Lebensstil, der Standard, das, was alle anstreben, ist, dass eigentlich jedes Familienmitglied ein Schlafzimmer hat und ein eigenes Bad.
Genau, plus dass auch immer mehr so Extrazimmer beliebter werden. Zum Beispiel die Pantry in der Küche, also ein begehbarer Lagerraum quasi, der hinter der Küche liegt. Eine Zweitküche, genau. Genau, eine Zweitküche. Mhm. Der begehbare Kleiderschrank, das Homeoffice, dass die Häuser tendenziell schon größer und aufwendiger werden. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich möchte jetzt noch die Fehler hinzufügen, die man nicht machen sollte. Man sollte kein Haus bauen. Das ist sehr teuer, das ist schwer kalkulierbar. Man macht sich einfach super viel Stress und hat wahrscheinlich mit eskalierenden Kosten zu kämpfen. Und man hat natürlich hohen Wertverlust, gerade in den Anfangsjahren. Viele sagen ja dann oft, ja, aber du hast ja dafür auch irgendwelche Abschreibungen. Naja, die Abschreibung hast du halt, weil du die Kosten hast. Und das gilt ja sowieso nur, wenn es eine Anlageimmobilie ist und nicht, wenn man selber drin wohnt. Man sollte auch nicht weit draußen kaufen, in irgendeinem Neubaugebiet am Stadtrand. Da verdienst du wirklich erstmal gar nichts dran, da verdient nur einer dran und das ist der Developer, also der Bauunternehmer, der dieses Neubaugebiet erschlossen hat. Das sollte man vermeiden, kauft in der Stadt, in irgendeinem etablierten Stadtteil, der schon einen guten Vibe hat, selbst wenn es da teurer ist und ihr was Kleineres kaufen müsst, es ist safe die bessere Investition als irgendwo in einem Greenfield-Development, wo der ganze Sprawl außerhalb der Stadt immer größer wird. Zumindest in Brisbane war es auch lange Zeit so und ist es meiner Meinung nach auch heute noch so, dass man keine Apartments, keine Wohnungen kaufen sollte. Das ist vielleicht in anderen Städten anders. Schreibt mir mal was in die Kommentare zu. Ich weiß, dass Wohnungsinvestments in Sydney eine große Sache sind. Hier in Brisbane haben die sehr unterdurchschnittlich performt. Wenn ihr es euch leisten könnt, dann kauft eher ein kleineres Haus als ein größeres Apartment beim gleichen Budget. Fall. Kauft auch kein besonderes Haus, also nichts, was irgendwie besonders kreativ ist, was sich dann schlecht weiterverkaufen lässt. Das Hobbit-Haus, das Baumhaus, der wahrgewordene Architektentraum, das Haus, das auf dem Kopf steht oder sowas, das lasst ihr bitte alles. Ihr versteht schon. Und bitte auch kein deutsches Fachwerkhaus bauen, das sieht man hier ja auch immer wieder. Und das ist einfach so richtig, richtig out of place. Das ist wie wenn sich in Deutschland irgendwie jemand so ein, weiß nicht, mexikanisches Farmhaus hinstellt. Das wird immer super exotisch sein und die meisten Leute werden es vielleicht interessant finden, aber es wird schwierig sein, einen Käufer zu finden. So, jetzt möchte ich euch kurz erklären, welche Schritte nötig sind, wenn ihr ein Haus kaufen wollt. Maren wird gleich noch darüber reden, wie man die entsprechenden Anzeigen für Häuser findet, aber ich möchte euch jetzt so ab der ersten Besichtigung das kurz mal schildern, wie das läuft. Wenn ihr ein Haus besichtigt, besichtigt ihr es entweder bei einem Open House, also in der Gruppe mit anderen Leuten, oder ihr besichtigt es alleine in einem sogenannten Private Viewing. So oder so wird das mit einem Makler geschehen, 99% wird das hier von Maklern geregelt, dass man einen Eigentümer trifft, das kommt so gut wie nie vor. Und selbst wenn der Eigentümer noch im Haus wohnt, ist es hier Etikette, dass er das Haus verlässt, während die Besichtigung stattfindet. Nach der Besichtigung könnt ihr euch dann entscheiden. Nehmen wir an, ihr wollt ein Angebot abgeben, dann solltet ihr das eher schneller machen. Australier entscheiden sich nämlich gerne sehr, sehr schnell, so ein Haus zu kaufen. Also ich würde sagen, wenn man wirklich sein Traumhaus gefunden hat, dann sollte man in wenigen Tagen sein Angebot abgeben, dann nicht groß zögern, ansonsten ist die Gelegenheit weg. Ja, weil gute Objekte verkaufen sich halt schnell. Absolut, absolut. Und wenn etwas sehr lange auf dem Markt ist, dann würde ich schon wieder sehr skeptisch werden. Ja, und ihr könnt verhandeln. Oft ist gar kein Preis angegeben, das macht das hier ein bisschen trickreich. Da müsst ihr eben recherchieren, müsst ihr gucken, wie Durchschnittspreise sind, euch andere Transaktionen anschauen, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und wenn ein Preis angegeben ist, dann würde ich auch die Recherchen natürlich machen, entsprechend ein etwas niedriges Angebot abgeben. Aber nicht zu niedrig, auch das ist wichtig. Dann gibt es nämlich kein Gegenangebot, dann zeigt euch der andere einfach den Mittelfinger und dann ist die Verhandlung beendet. Wenn ihr euch dann einig seid, dann wird ein Vertrag unterschrieben. Das ist relativ simpel, das ist ein Standardvertrag. Kurzer Disclaimer, das alles ist zwischen den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Ich schildere euch hier die Queensland-Variante, aber es ist ähnlich zumindest. Dieser Standardvertrag ist nicht notariell, das ist einfach ein Formular, das man unterschreiben muss, Käufer und Verkäufer. Und das kann auch elektronisch gemacht werden über sowas wie DocuSign oder irgendeine App. Das geht ganz flugs und in diesem Vertrag wird auch das Settlement Date festgelegt, das heißt der Tag des Eigentumsübergangs. Standard ist sowas wie 30, 45 oder 60 Tage. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel am 2. Mai so einen Vertrag unterschreibt, dann ist Settlement am 2. Juni. Mai, Juni, ja, stimmt. Und dann könnt ihr dann in euer Haus einziehen. Und innerhalb dieser 30 Tage müsst ihr halt eure Finanzierung entsprechend organisieren und es können noch einige andere Dinge erledigt werden. Sehr wichtig ist die Pest and Building Inspection. Das ist so eine Art Schnellgutachten. Da gibt es spezielle Firmen für, die gehen dann mit euch in das Haus rein und schauen halt nach entsprechenden Baumängeln oder auch nach Schädlingsbefall. In Brisbane sind zum Beispiel Termiten immer sehr wichtig, da muss genau hingeguckt werden. So ein Gutachten ist erstaunlich günstig. Kostet vielleicht 300, 350 Euro und ihr kriegt einen sehr detaillierten Report. Spart euch nie dieses Geld, macht das einfach immer. Als Deutsche geht ihr eh auf Sicherheit. Manche Australier sind ein bisschen geizig, machen das nicht, aber das gehört wirklich, wirklich dazu. Es kostet nicht viel und ihr lernt sehr, sehr viel über euer Haus. Ja, Settlement
könnt ihr nicht alleine organisieren. Ihr braucht in diesem Prozess einen Anwalt. Dieser ganze Prozess des Eigentumsübergangs nennt man auch Conveyancing. Und so ein Anwalt nimmt vielleicht so, sagen wir mal, 2.500 Euro Gebühren. Das gehört einfach dazu. Der sagt euch auch genau, was ihr machen müsst, um entsprechend alle gesetzlichen Regularien einzuhalten. Könnt ihr online gucken, machen alle mehr oder weniger das Gleiche. Lasst euch halt auf jeden Fall nicht vom Makler einen Anwalt empfehlen. Ja, da kann man nie ganz ausschließen, dass da irgendwelche Dinge im Hintergrund geschehen. Und das war's dann schon. Dann kriegt ihr den Schlüssel am Tag vom Settlement und könnt einziehen. Zum Hauskauf möchte ich noch ein paar Infos reinschieben. Also erstmal sind die Immobilienanzeigen hier alle nahezu online auf den großen Plattformen vertreten. Und zwar vor allen Dingen realestate.com.au und domain.com.au. Ja, eigentlich nur die zwei und alles andere kann man sich sparen. Ja, das sind so, ja. Genau. Also es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch über die Maklerseiten direkt gehen. Aber das sind schon, wenn man das macht, das reicht eigentlich meist schon. Ne? Genau. Und da gibt es wirklich sehr detaillierte Beschreibungen. Und die Hausbeschreibungen, die gleichen manchmal nahezu poetischen Aufsätzen. Ich habe ein Haus rausgesucht, das gerade bei uns in der Gegend zu verkaufen ist. Und das würde ich euch gerne mal vorlesen. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, wo der Zettel ist. Peace, privacy and a picturesque 5-acre rainforest paradise. It's a dream trifecta for a life well lived. The opportunity to embrace a charmed lifestyle awaits in a natural wonderland of unsurpassed serenity and seclusion. Da kriegt man Gänsehaut, oder? Und ich habe nicht länger suchen müssen, um so eine Anzeige zu finden. Das ist echt wirklich der absolute Standard hier. Also diese Texte, die sind wirklich unglaublich gut geschrieben. Und zu diesen perfekt geschriebenen Texten gibt es auch noch perfekte Fotos, die von Fotografen erstellt werden. Und viele dieser Häuser, die sind nicht leer, die werden heutzutage auch gestaged. Das heißt, da gibt es eine Firma, die kommt vorbei und dann werden die Häuser ausgeräumt und da kommen dann neue, geschmackvolle Mietmöbel rein. Und zwar alles ganz hochmodern. Und das dient natürlich dazu, die Käufer zu verführen, beziehungsweise das Potenzial des Hauses zu verdeutlichen und damit auch einen höheren Verkaufskreis zu erzielen, ne? Weil das spricht dann emotional auch anders. Es lohnt sich wirklich mal, auf diese zwei Plattformen, die ich gerade genannt habe, nachzuschauen, sich diese Fotos anzuschauen, die Texte durchzulesen. Und ja, das ist schon alles ein sehr, sehr hohes Niveau. Ja. Und es ist auch so, dass man wirklich aufpassen muss, dass man sich davon nicht blenden lässt. Denn wenn man in ein Haus reingeht und diese Möbel sind auch so ausgewählt, dass die Häuser groß wirken, luftig wirken, vielleicht auch heller wirken, als sie eigentlich sind. Ne? Also ich kann jedem nur raten, der auf Haussuche geht, sich möglichst viele Häuser anzuschauen, die zum Verkauf stehen. Und zwar halt, bevor man sich halt ernsthaft entscheidet und ernsthaft zugreifen möchte. Und dann kriegt man ein ganz gutes Verständnis für diese Sachen. Ja, also das Marketing ist wirklich absolut next level und du hast vollkommen recht, man darf sich nicht täuschen lassen. Wenn ihr ein Haus besichtigt, kann es durchaus sein, dass das Haus schon klimatisiert ist. Der Makler war eine halbe Stunde früher da, hat eine angenehme Raumtemperatur geschaffen, hat irgendwelche Duftkerzen angezündet, dann spielt vielleicht noch leichte atmosphärische Musik im Hintergrund. Dann hast du diese super fancy Möbel da drin und die sind auch angepasst auf Probleme, die das Haus hat. Zum Beispiel bei kleinen Schlafzimmern gibt es extra kleine Betten, die man sich mieten kann, damit das Zimmer dadurch größer wirkt. Ja. Also ihr werdet einfach die perfekte Disney-Illusion geliefert bekommen. Mhm. Und da müsst ihr ein bisschen durchschauen. Ne? Genau. Passt einfach auf. Macht aber auch Spaß gleichzeitig, dass alles so professionell ist. Genau. Und bei teuren Häusern steht dann auch gerne mal ein teurer Sportwagen in der Garage. Und im Eingang steht dann der Sekt bereit. Also es ist schon eine ganz andere Welt hier. Sich viele Häuser anzuschauen, das ist auch noch aus ganz vielen anderen Gründen wichtig. Nicht nur, um sich nicht von dieser Illusion blenden zu lassen, sondern auch natürlich, um ein Gefühl für Mängel zu bekommen, für Raumaufteilung, für die Unterschiede, Deutschland, Australien einfach, da gibt es so viele Dinge, die hier wichtig sind oder die in Deutschland wichtig sind, die sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel interessiert sich hier niemand für doppelverglaste Fenster. Also, es gibt super Beschreibungen, Fotos, Videos, die Grundstücksgröße und die Anzahl der Zimmer wird mal angegeben. Nicht angegeben wird die Quadratmeterzahl des Hauses selbst ganz oft. Das ist als Deutsche erstmal gewöhnungsbedürftig, weil das Erste, was man fragt, ist, wie viel Quadratmeter? Die kennt wirklich keiner hier. Also weder der Besitzer noch der Makler. Manchmal ist es so, dass dann eine Firma beauftragt wird, die den Grundriss erstellt, die nachmisst tatsächlich. Mhm. Aber da findet man oft diese bescheuerte Angabe. Und das ist auch noch eine kleine Warnung an euch. Da steht dann Total Interior Area 250 Quadratmeter. Aber das ist wirklich auch inklusive Nutzfläche. Ja, da ist auch die Garage mit drin und alles andere. Also die Zahl ist auch nicht wirklich aussagekräftig. Mhm. Auch zu bedenken ist, dass Auktionen viel häufiger sind in Deutschland. In den großen Städten wird fast jedes fünfte Haus versteigert. Das war mal anders. Und diese Auktionen können auch äußerst dramatisch sein. Ich gehe aus beruflichen Gründen öfters auf diese Auktionen, habe da schon viel erlebt. Da kann die ganze Nachbarschaft anwesend sein. Dann gibt es eine Sektflasche für das erste Gebot. Es wird ein Video von der Auktion erstellt. Eine Drohne schwirrt über der Menschenmasse. Es gibt einen Geschenkkorb für den Gewinner. Solche Sachen halt. Einmal gab es sogar noch einen Kaffee-Van, der Coffee to go verkauft hat und einen Hüpfburg für die Kinder. Also Auktionen sind wirklich Entertainment. Viele Leute besuchen die auch einfach nur aus Spaß mal am Wochenende.
Genau. Und wenn man auf ein Haus mitbietet, dann stellt man fest, dass ja schon es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Es gibt oft drei Käufergruppen bei Auktionen. Die gibt es bei normalen Verkäufen auch. Bei Auktionen sieht man sie alle auf einen Haufen. Und zwar gibt es erstens Privatkäufer. Das sind also Leute, die in ein Haus einziehen möchten und die sind oft emotional involviert und haben ganz spezielle Ansprüche und die sind bereit, relativ hohe Preise zu zahlen. Und dann gibt es auch eine Gruppe, die ganz, ganz andere Ansprüche hat, und zwar die Investoren. Und das sind halt Leute, die rechnen sehr genau und die haben ganz bestimmte Kriterien und die sind durchaus anders als die von Privatpersonen, ne? Da ist zum Beispiel Ästhetik jetzt nicht so ganz so wichtig, sondern vielleicht eher die konkrete Lage in einem Stadtteil oder die Entwicklung der Nachbarhäuser, die Anzahl der Zimmer, während vielleicht eine Privatperson guckt, wie sehen die Zimmer genau aus, ne? Also das ist wirklich eine ganz, ganz andere Art der Perspektive. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und das sind die Privatpersonen, die ein Haus kaufen, die dort selbst drin wohnen, aber denen die Wertsteigerung des Hauses wichtig ist und die deshalb mit ihren privaten Kriterien zurückstecken und eher mit so einem finanziellen Konzept an die Sache gehen. Wenn ihr euch Häuser anschaut, dann werdet ihr schnell merken, welche Häuser, welche dieser drei Gruppen vor allen Dingen anziehen. Ja, du hast gerade über die Investoren gesprochen und was Leute so als Anlageimmobilien kaufen. Auch da noch eine Warnung für euch. Oft werden hier Scheißhäuser als Anlageobjekte verkauft. Warum? Sie sind einfach so hässlich und so schlecht, dass keiner da drin wohnen will. Und dann werden sie eben auf diese Art und Weise vertickt. Aber das ist eine Fehlannahme. Wenn ihr in der luxuriösen Situation seid, euch in Australien eine Anlageimmobilie zu kaufen, dann macht auch um solche Häuser einen Bogen. Ein Investment-Grade-Property, eine wirklich gute Anlage, ist eins, das sowohl Investoren anspricht, als auch Leute, die da wohnen wollen. Weil das entscheidet letztendlich langfristig über die Wertsteigerung, weil die Nachfrage immer hoch sein wird. Und auch wenn vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen Immobilieninvestitionen out sind, wird es immer noch Leute geben, für die das Traumhaus ist. Also achte darauf, Investment-Grade-Properties ist was ganz anderes, als oft in Anzeigen beschrieben wird. Ach so, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass oft Häuser ohne Preisangabe angeboten werden. Den Preis gibt es dann manchmal vom Makler auf Nachfrage, aber oft wird auch nur eine Spanne angegeben oder es werden irgendwelche Formulierungen verwendet wie, ja, der Verkäufer würde Angebote über 2,2 Millionen in Betracht ziehen. Da müsst ihr ein bisschen schauen, dass er da möglichst viel Informationen rauszieht. Ich würde noch gerne das Konzept des Flippings vorstellen. Oh ja. Also Flipping, das ist ein Konzept hier in Australien, das gerne nebenberuflich ausgeübt wird. Und das heißt, man kauft ein Haus, man renoviert es und kurze Zeit später verkauft man es dann zu einem deutlich höheren Preis. So, das kann unter Umständen sehr gut funktionieren, vor allem dann, wenn die Zinsen niedrig sind und vor allen Dingen, wenn man die Renovierung selbst übernehmen kann. Ja, und das Konzept ist, bis man das Haus verkauft hat, ist das Haus im Wert gestiegen und durch eine geschickte Renovierung ist es halt nochmal umso mehr gestiegen. Das ist nicht für jeden was, da muss man gut auf seine Ausgaben achten und genau wissen, welche Elemente eines Hauses renoviert werden sollten. Da haben Australier, habe ich ja schon gesagt, ganz, ganz andere Ansprüche als Deutsche. Es interessiert hier niemanden, welche Energieeffizienzklasse ein Haus hat, wie gut es isoliert ist. Was für eine Heizung? Die Qualität der Fensterrahmen, es ist, oder des Parketts, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Dafür ist vielleicht wichtig, wie groß ist die Garage, gibt es einen Schuppen, sind Klimaanlagen vorhanden und ja, wie imposant ist vielleicht der Haupteingang. Das ist tatsächlich ein Thema, das gar nicht so unwichtig ist für viele Australier. Und auch deshalb sollte man sich auch viele Häuser anschauen einfach, bevor man eins kauft, eben weil Australier ganz andere Vorstellungen haben, was es denn bedeutet, in einem schönen Haus zu leben. Und das ist besonders für den Wiederverkauf wichtig, wenn man möglichst viele australische Käufer ansprechen möchte. Deine Zuhörer interessiert es vielleicht auch, ob man Häuser zu bestimmten Zeiten kaufen soll, bestimmte Jahreszeiten. Gibt es da irgendwelche Richtlinien für dich? Ja, Jahreszeiten können relevant sein, aber spielen nicht unbedingt eine Rolle. Also es ist so, dass über Weihnachten sich einfach wenig tut. Nein, es ist so eine Chicken-Egg-Geschichte. Also letztendlich wissen alle, dass über Weihnachten Leute keine Häuser kaufen, so Dezember, Januar, und deswegen werden auch weniger angeboten. Ja. Also es bringt nichts, in so einen Markt aktiv zu werden, wenn alle anderen schlafen. Viel wichtiger ist aber zu wissen, dass der Immobilienmarkt in Australien sehr, sehr dynamisch ist und es immer wieder krasse Zyklen gibt. Das heißt, wir haben vielleicht ein paar Jahre, wo sich preislich nicht viel tut, und dann eskaliert das extrem und wir haben vielleicht eine Preissteigerung von 30% in einem Jahr. Da wollen dann alle plötzlich kaufen. Fear of Missing Out stellt sich dann plötzlich ein und dann gehen die Hauspreise halt durchs Dach. Gleichzeitig gibt es aber dann auch wieder schwache Jahre nach so einem Boom und die Hauspreise sinken um 10-15%. Langfristig, wenn es deine eigene Immobilie ist, du hier in Australien bleibst, ist das jetzt nicht so wichtig. Aber wenn man seinen Ertrag maximieren will, dann sollte man diese Zyklen und diese Trends und das aktuelle Stadium, die aktuelle Stufe dieses Zyklus schon im Blick haben. Mhm. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, langfristig ist es hier in Australien eigentlich ziemlich gut gelaufen, hier in Brisbane sowieso. Wir hatten vor kurzem eine sehr heiße Phase, da hat der Immobilienmarkt sich innerhalb kurzer Zeit sehr stark aufgeheizt und die Häuser
Und das war während Corona. Ja. Ne? Da sind Häuser, die zum Beispiel 600.000 Dollar wert waren, innerhalb eines Jahres mehr als 1 Million wert gewesen. Und sie sind es zum größten Teil heute noch. Das ging wirklich wahnsinnig schnell. Du hast das wirklich gespürt, diese Aufregung um dich herum, dass alle Leute wirklich alles zusammengekratzt haben, um Häuser zu kaufen. Und da war auf einmal so eine große Nachfrage da, dass wirklich, das ist eine unglaubliche Dynamik entstanden ist. Wichtig ist, ich habe ja schon gesagt, für fast alle Häuser, aber eben nicht für alle Häuser, weil wenn man merkt, dass sich der Markt aufheizt, dann kann man schnell reagieren und schnell kaufen und in diesen Zeiten zwar sehr, sehr viel Geld verdienen, aber man sollte sich auf gar keinen Fall davon mitreißen lassen und am Ende dieser Phasen kaufen oder auch Häuser kaufen, Objekte kaufen, die vielleicht einfach sehr, sehr ungünstig sind und die man unter normalen Umständen nie kaufen würde. Ja. Bruchbuden, Häuser in schlechten Lagen, Problemhäuser. Ne? Und all diese Häuser wurden ja auch in dieser Zeit wirklich für unglaubliche Summen verkauft. Und das sind dann die Häuser, die halt finanziell nicht so die tollsten Entscheidungen gewesen sind. Die Gebote waren halt wirklich teilweise unrealistisch und absurd, weil jeder ein Stück vom Kuchen abhaben wollte, dass dann diese schlechten Entscheidungen getroffen worden sind. Ja, man muss sich einfach emotional da ein bisschen distanzieren und einfach seine eigenen Berechnungen nicht aus dem Blick verlieren. Als Schlusswort fasse ich jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Wenn man sich gut informiert, kann man mit dem Hauskauf in Australien auch heutzutage sich finanziell noch gut aufstellen. Aber man sollte genau schauen, wo man kauft und was man kauft. Man sollte möglichst früh eine eigene Immobilie in Australien kaufen, und zwar dann ungefähr, wenn man einen festen Job hat und man weniger als ein Drittel seines Einkommens für die Hypothekentilgungsraten ausgeben muss. Dabei sollte man sich sehr gut über den Stadtteil informieren und ein durchschnittliches Haus in guter zentraler Lage ohne größere Probleme oder Besonderheiten kaufen. Immer mit dem Wissen um bestimmte lokale Sonderkriterien, wie hier in Brisbane zum Beispiel das Hochwasser und die Termiten oder vielleicht das Buschfeuerrisiko in anderen Gegenden. Alle wichtigen Infos findet man hier online, und um eine gute Entscheidung zu treffen, sollte man sich auch möglichst viele Häuser zum Vergleich anschauen, also nicht gleich das Erstbeste kaufen. Wenn ein gutes Haus auf den Markt kommt, sollte man aber auch kaufbereit sein und schnell zuschlagen und immer das Baugutachten, die Pest and Building Inspection, erstellen lassen. Mieten macht wenig Spaß und man hat verhältnismäßig wenig Rechte und viele Risiken. Tja, eigentlich könnte ich hier noch stundenlang weiterreden. Geht dir das auch so, Maren? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben jetzt hier jedes Thema gerade mal angerissen. Aber ich denke, wenn deine Zuhörer irgendetwas über bestimmte Aspekte lernen wollen, dann hinterlassen sie dir sicherlich ein nettes Kommentar. Absolut. Also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir werden das beobachten, werden alles genau beantworten. Wenn ihr weitere Fragen zum Immobilienkauf habt oder wenn es zu viel werden, dann machen wir einfach ein zweites Video, machen so ein bisschen eine Q&A-Session. So oder so, wir freuen uns auf eure Kommentare. Lasst ein Abo da und bis bald. Tschüss.